Was geht ab, Leute? Wir gehen jetzt meinen Geburtstag, ein bisschen chillen, was essen gehen. Ich bin heute ein bisschen relativ müde. Eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock. Aber es ist halt mein Geburtstag, da kann man nichts machen. Ja, ich bin ein bisschen müde, Wetter ist, spielt nicht so mit. Gemütszustand ist nicht gerade optimal. Ah, mein Opa. Der sagt so, ich kann nicht raus, ich soll das in die Kamera sagen. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt los. Und ich halte euch, wie gesagt, wie immer auf dem Laufenden. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt an dem Ort gekommen, wo wir jetzt grillen. Der Ort heißt Üstün Kardeşler. Genau, das ist so Mangal, Lamm und Rindfleisch zum Grillen, Köfte halt, so also Hackfleischbällchen. Genau, die meisten kennen sowas. Die meisten, die von unserem Ort kommen, kennen diesen Platz hier hinten. Genau, wir sind schon mal mit der Fernbedienung damals gekommen, full, glaube ich, das war hier. Ja, genau, jetzt werden wir ein bisschen was gleich futtern. Ich tue jetzt mich kurz in die Ecke gehen und kurz eine rauchen, weil mein Opa dabei ist. Und vor dem Opa wird nicht geraucht, aus Respektsache. Es raucht bei uns keiner vor meinem Opa, deswegen muss ich jetzt erstmal einen Place suchen, wo ich kurz an die Chill-Ecke chillen rauchen kann. Und ich halte dich dann auf den Laufenden, wenn dann Essen kommt oder wenn, nochmal, wenn ich zwischendrin nochmal Content finde, um es einzublenden. Also, bis gleich. So, voll gefressen, endlich voll. Bauch ist voll ohne Ende. Keine Ahnung, wie viel Kilo ich jetzt da gegessen habe. Gefühlt Kappa. 5 Kilo? Nein. Corona, Kappa. Nee, keine Ahnung. Hat gut geschmeckt. War gut. Nur es war zu viel. Also, ich weiß nicht. Also, meine Großeltern, das wäre gefühlt, wir sind 5 Leute. Meine Großeltern, ich übertreibe mal und sag mal, wenn die ein halbes Kilo essen würden, wären wir bei einem Kilo. Mein Vater, mein Bruder und ich jeweils ein Kilo, wären wir bei 4. Aber es ist definitiv noch ein Teller übrig. Und ja, too much, aber mein Opa hat sich wieder überschätzt und hat einfach 4 Kilo bestellt, warum auch immer. Nehmen wir das halt mit nach Hause und ja, jetzt gehen wir vielleicht nochmal Eis essen. Wobei ich sagen muss, türkisches Eis ist nicht so mein Ding. Schmeckt, aber die Konsistenz vom Eis könnt ihr nicht vergleichen mit dem aus Deutschland. Also das ist du beißt ins Eis rein oder du nimmst das im Mund rein und es ist wie so ein Kaugummi. Also es zieht sich und das ist nicht unbedingt mein Ding. Genau, so, falls ihr euch fragt, warum ich wieder hier in der Ecke, warum ich in der Ecke bin, Smoking. Opa darf nicht sehen. Er weiß, dass ich rauche. Er weiß, dass alle bei uns rauchen. Nur der Punkt ist, es ist halt eine Sache von Respekt, dass man halt nicht vor ihm raucht. Wenn er jetzt kommen würde, müsste ich die Kippe direkt verstecken. Obwohl er weiß, er hat mir auch schon früher eine Schachtel hingelegt, wo ich das letzte Mal hier war. Witzige Fun-Geschichte. Mein Opa wusste eigentlich nicht, dass ich rauche. Und jetzt müsst ihr überlegen, ich bin jetzt heute 28 geworden, das war vor 11 Jahren, also ich war 17. Genau. Ich war 17 und ich bin mit der Kippe am Ohr gelaufen und habe es vergessen, in die Schachtel reinzutun. Und mein Opa hat das dann halt gesehen und
der wusste halt seitdem, dass ich nicht, dass ich halt rauche. Und am nächsten Morgen, wo ich dann aufgestanden bin, am nächsten Morgen habe ich dann auf dem Tisch eine Schachtel gefunden. Und ja, und dann am nächsten Morgen wieder eine und so, war ich habe meine Oma gefragt, so, hey, kommt die Kippenschachtel her? Ich sag zu meiner Oma so, woher, so, die sagt so, das war der Opa vielleicht. So, woher weißt du, dass ich rauche, sage ich zu ihr. Und sie sagt so, ja, du Depp, läufst auch neben ihm mit einer Kippe am Ohr rum. Also, Fehlgeschichte des Jahrhunderts. Hier haben wir eine Mieze, by the way. Ja gut, das war's erstmal fürs Erste. Ich halte euch wie immer wieder auf dem Laufenden, wenn wir dann mit Eis essen gehen oder was auch immer. Genau, wir sehen uns auf jeden Fall später. Haut rein, bis gleich. Angekommen. Wir werden jetzt einen Kuchen raussuchen und ja, wenn ich den Kuchen gefunden habe, dann geht's ran. Entweder werden wir rumsitzen und irgendwas futtern oder wir werden wieder zurückfatzen. Aber da wir einen Parkplatz gefunden haben, werden wir wahrscheinlich irgendwo kurz ein bisschen was Kaffee-Kuchen-mäßig. Wir haben jetzt Kuchenladen gefunden und ja, dementsprechend zeige ich euch gleich den Kuchen, wenn ich dazu komme. Weil ich habe jetzt gerade keine Maske und ja, dann bis gleich. So, hier gibt es die Auswahl. Mein Vater hat immer nicht so einen kleinen auswählen. Üstünde kırmızı ne? Schöne Auswahl. Wir haben uns jetzt für den Roten entschieden. Genau, jetzt werden wir noch was zum Trinken holen. Und ja. Ha ha ha.
So Leute, ich mache dann jetzt Schluss mit dem Video für heute. Leider konnte ich die Aufnahme für den Geburtstag nicht wirklich gescheit aufnehmen. Die Frau, die den Kuchen gebracht hat, ein bisschen reingeschissen. Statt wie ein normaler Mensch reinzukommen und den Kuchen zu bringen, wie bei dem Geburtstag, hat sie einfach den Kuchen, die ist gerannt, gefühlt. So konnte mein Bruder nicht aufnehmen. Ja, kack drauf. Ist irgendein Geburtstag von vielen. Deswegen, ich mache hier Schluss. Ich weiß nicht, ob wir noch morgen irgendwas Großartiges unternehmen. Morgen müssten wir uns, glaube ich, testen. Und Donnerstag 0 Uhr fatzen wir dann los. Und ja, weil um Freitag 4 Uhr oder so. Wann geht nochmal der Flieger? 4 Uhr? Ja, um 4 geht der Flieger dann. Genau. Ja, das war's dann von mir. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Content oder bis zum nächsten Clip. Peace. Nothing can break me.